wurden von diesen Dingern abgeschlachtet. Nur ich habe überlebt. Macht euch keine Sorgen. Ich werde ihren Tod rächen. Nun, ich habe euch kämpfen sehen. Erledigt die scheußlichen Mütter und ihre Königin. Sie sind diejenigen, die diese Abscheulichkeiten hervorwirken. Sie greifen die Barbaren an. Machen wir. Scheußlichen Müttern. In den Ruinen die Straße hinunter gibt es noch mehr von ihnen. Ja, genau. Das ist auch unsere Bonusaufgabe, die können wir natürlich machen. Ich war viele Jahre lang auf Reisen und habe über die seltsamen Kreaturen dieser Welt geschrieben. Doch der Anblick der scheußlichen Mütter verfolgt mich bis heute. Sie sind das, was von Königin Asylas abgeschlachteten Kammerzofen übrig geblieben ist, nachdem sie von niederträchtiger Magie entstellt wurden. Jetzt laben sie sich an Leichen und wirken sie wieder als lebende Tote hervor. Ich werde nie vergessen, wie ich diese Scheusale zum ersten Mal aus den vernebelten Wäldern schlupfen sah. Unsere geliebten Verwandten und Freunde, vor langer Zeit beerdigt, erhoben sich aus ihren Gräbern und fingen an, die Lebenden anzugreifen. Die auferstandenen Toten waren jedoch nur der Anfang. Ja. Hat der Deckard uns nur mal kurz ein bisschen was erzählt. Der Deckard, der ist ja auch schon bekannt aus Teil 2. Ob es in Teil 1 gab, weiß ich gar nicht. Also Teil 2 habe ich auch gespielt. Und zwar wahrscheinlich sogar noch mehr als Teil 3. Achso, wir haben eben auch ein Höschen gefunden. Die habe ich natürlich eingelegt. Ist zwar grau, also grau heißt eigentlich Schrott, aber besser als nichts. So, die Handschuhe lege ich mir auch an. Die sind sogar weiß. Weiß ist auch nicht so gut. Weiß ist halt das Normale. Blau ist dann verzaubert. Danach müsste Gelb kommen. Dann Grün und dann Braun. Beziehungsweise so ein Orangeton. Und die grünen und orangenen Sachen, die wollen wir natürlich. Ja, das war mir doch klar, dass hier was kommt. Einfangender Schuss. Den schauen wir uns auch gleich mal an. So. Ach ja, hat ihn getötet. Leider steht hier nicht, wie viel Schaden es macht. So, Fertigkeiten. So, dass er bis zu 2 Gegner verlangsamt. Ja, komm. Machen wir einfach mal rein, ob es besser ist. Keine Ahnung. Sehen wir. Ah, da ist auch schon wieder eine. Nice, die haben wir auch getötet. Ich glaube, im Moment brauchen wir uns noch gar keine Sorgen machen. Also. Verehrter Lied, mein Name ist Abd al-Hazir, Abenteurer, Gelehrter und Forscher. Ich teile mein Wissen über diese unglaubliche Welt und deren Kreaturen mit Hilfe meiner aufschlussreichen Schriften. Das oftmals angesichts größter Gefahr für mich selbst. Vor kurzem war ich in Kanduras und mein Zelt wurde von boshaften Stachelscheusalen durchwühlt. Ich war in der Lage, sie mit meinem Schuh in die Flucht zu schlagen. Doch einem Mann geringerer Kühnheit wäre es weit schlechter ergangen. Ja. Hier ist natürlich auch noch was Besonderes. Ich lasse das übrigens hier alles mal abspielen. Ganz einfach darum, weil ich ja nicht weiß, ob ihr das Spiel selbst gespielt habt. Das könnt ihr gerne mal auch in die Kommentare schreiben. Ah, neue Fertigkeit. Krähenfüße legt eine Falle, die Gegner verlangsamt. Ja. Okay. So. Deswegen lasse ich das jetzt hier halt alles erstmal auch abspielen. Es ist ja auch recht informativ. Ups, da haben wir daneben geworfen. Ich mache irgendwie fast keinen Schaden. Ich hatte doch eben noch was gefunden.
Uiuiuiuiuiui. Ja, die packen wir auch gleich mal rein. Die ist nämlich um einiges besser. Was hatte die für einen Effekt? Regeneriert 4 Leben pro Sekunde. Ja, gut. Für einen Anfang tut's es. Eine Wucht ist er jetzt nicht. So. Meine Deutsche machen ganz gut Schaden, muss ich sagen. So, da sind wir in... im alten Tristram. Aus Teil 1. Und sogar in Teil 2 kommt man dahin. Wer ist das hier? Die scheußliche Königin. Kam kurz. Anscheinend ein Leck. So. Nice. Hackebeil. Würde ich sogar mehr Schaden machen. Aber. Würde mir ja nichts bringen. Denn ich bin ja Fernkämpfer. Also ich möchte auf jeden Fall Fernkämpfer sein. So. Ein Oberteil haben wir noch gefunden. Hier hinten ist noch ein Waffenständer. Ein Dolch. Da würden wir natürlich mega viel Schaden machen. Aber brauchen wir nicht. Wir brauchen eine Armbrust. Oder Bogen. So. Danke für eure Hilfe. Aber könntet ihr vielleicht ein Wörtchen mit Lea sprechen? Sie will die Idee, ihren Onkel zu retten, einfach nicht aufgeben. Und das sollte sie auch nicht. Ich werde ihr helfen, ihn zu finden. Oh, nice. Jawohl. Da haben wir auch so ein bisschen Lebensraub. 3 Leben pro getöteten Gegner. Gleich mal ausrüsten. So, Lea. Kommt, lasst uns auf die Suche nach eurem Onkel gehen. Zuerst müssen wir in die Kathedrale gelangen. Die Wachen hatten ihre Tore verschlossen, bevor sie aus dem Hinterhalt angegriffen wurden. Rumford hat mir erzählt, dass sie sich bis zu Adrias Hütte durchgekämpft hatten. Der Schlüssel muss noch immer dort sein. So. Lea ist jetzt bei uns. Adrias... In Ordnung. So, was ich noch kurz sagen wollte. Hier sind ja immer so blaue Dinger über den Köpfen. Das heißt, die Leute haben was zu sagen. Ein paar Helden bekämpfen sich gar nicht weit von hier. Wollt ihr mitmischen? Oh, von mir habt ihr das nicht verstanden. War's das schon? Ihr wollt eure schöne Ausrüstung nicht beschädigen? Darüber müsst ihr euch hier keine Gedanken machen. Genau genommen stirbt ja auch niemand. Enttäuschend. So, genau, da geht's in so eine Arena rein und dort kann man dann kämpfen. So, wir haben Sachen bekommen. So traurig es für das Mädchen auch sein mag. Lea muss akzeptieren, dass der alte Mann tot ist. Ich habe geschuftet wie ein Irrer. Nein, das werde ich nicht tun. So. Wir haben erstmal verkauft. Rüstung könnte man theoretisch hier alles kaufen. Brauchen wir aber nicht. Wir haben schon 6000 Gold. Nicht schlecht. Mache ich nicht. Wir sind endlich bei Tristrams alter Kathedrale angekommen. Hier begann Diablo, Herr des Schreckens, die Menschheit erneut zu verderben. Hier finde ich vielleicht endlich die Antworten, die ich suche. Lea sorgt sich um meine Sicherheit, aber ich glaube, dass ich hier Informationen finden kann, die für den Sieg über die letzten Herrscher der brennenden Höllen unerlässlich sind. So, interessant. Und noch eins. Ein Wunder ist geschehen. Eine Heldin, wie aus einer der Geschichten von Onkel Deckard, ist aufgetaucht und hat uns gerettet. Ich weiß in meinem Herzen, dass mein Onkel noch lebt. Und ich bete, dass die Heldin ihn sicher nach Hause zurückbringt. Ganz schlau. Da müssen wir natürlich hin. So, sie spricht also von uns. Ja, du öffnest das Tor. So. Ja, vor allen Dingen bräuchten wir mal Schnellfeuer.
Das ist eine meiner Lieblingsfähigkeiten. 20 hast du sofort, dann zusätzlich während des Kanalisierens. Halte dich genau. Die ist mega cool. Da kann man nämlich einfach nur rumstehen und reinfeuern. Das ist halt, wenn man da als Gruppe spielt, ist das eine sehr, sehr nützliche Fähigkeit. Weil du davon einfach, also Dämonenjäger, das kann ich mal, ach nee, gleich kommt ja wieder ein Text. Also Dämonenjäger erzähle ich danach kurz was dazu. Oh.